Nein, ich will nicht in den Wassertempel. Nein, ich will da nicht hin. Kitsune. Nein. Jetzt wird's ja doch ein Randomizer. Ich wollte den Bogen. Wir werfen einfach die Schuhe, oder? Ja. Die hatte ich auch nicht erwartet. Jetzt ist halt die Frage. Was machen wir jetzt? Wie weit kommen wir jetzt? Muss ich jetzt in die Eishöhle? Muss ich jetzt in den Wassertempel? Was muss ich machen? Shit. Ich habe keinen Schlüssel mehr. Ach, Mann, oh. Vielleicht in der Eishöhle, ja. Ich bin gerade überlegen. Warte mal. Kommen wir jetzt in die Eishöhle? Ja. Ja, theoretisch müsste man in die Eishöhle kommen, oder? Aber in den Wassertempel kommen wir halt auch rein. Ach Mann. Oh, ich will das nicht. Ich glaube, Bogen gab es in der Eishöhle, wo ich mich jetzt erinnere. Ja, okay, wir gehen in die Eishöhle, Leute. Ja, sorry, ich hätte jetzt gedacht, wir können jetzt hier den Waldtempel noch durchrocken, aber hat sich als Fehler herausgestellt. Das blaue Feuer zum Auftauen von König? Das könnte sein. Machen wir auf jeden Fall. Okay, ein Wasser-Pokémon mit dem Namen wird bald in Generation 6 erscheinen. Im Blatt Grün bist du ein Bisasam. Dankeschön. So. Ah, dann brauchst du noch die Sora-Rüstung. Für die Eishöhle glaube ich nicht direkt, oder? Oh shit, das war hoch. Naja, normalerweise bekommt man die... Normalerweise bekommt man die Sora-Rüstung vom König Sora. Also theoretisch. Wir gucken mal. Boah, das... Ah, das hat uns jetzt sehr zurückgeworfen, ne? Also, was heißt zurückgeworfen? Es ist ja so vom Spiel gewollt, aber... Ah. Eishöhle kann man auch ohne machen, wenn man genug hat. Stimmt. Wissen ja viele auch nicht, denn die Zeit, wie viel... Also... Die Zeitspanne, wie lange man zum Beispiel in heißen Gebieten aushält oder unter Wasser aushält, hat ja was damit zu tun, wie viele Herzen man hat. Sagen wir mal, du hast 3 Herzen und gehst in Feuertempel in grüner Rüstung, dann hast du so 30 Sekunden und hast du 20 Herzen, dann hast du so 3 Minuten. Das ist halt mega cool. Jens fragt, ob er nächste Woche drehen darf. Klar, warum nicht? Na, Sigi! Acht Sekunden für jedes Herz. Okay, Alcazar hat da noch bessere Zahlen. Perfekt. Das heißt, du würdest bei 20 Herzen halt auf 8 mal 20 Sekunden kommen. Ja. Genau. Und dann wären wir bei 160 Sekunden. Heißt 2 Minuten 40 Sekunden, richtig? Das mit der Zeit und den Herzen kann man, wenn man den Programmierweise versteht, auch einfach cheesen. Dass man keinen Zeitcounter bekommt. Ah, cool. Bei Sachen Zeit ist Alcazar halt ein Meister. Okay. Ich hätte immer noch gerne die größere Geldbörse. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich fände das echt toll. Wir könnten theoretisch mal Nacht machen. Ich möchte gern den letzten Dreh vom Stream einlösen. Jetzt, sofort, auf der Stelle. Na dann. Bitte was Gutes. Lies jede Nachricht im Chat vor. Hand. Also jetzt, ab jetzt mache ich jede Nachricht. Gute Idee. Also, Zungenbrecher.
Whisky-Mixer. Willi mixt Whisky in dichten Fichten. Was? Fichtendickicht. Was? Zungenbrecher Whisky-Mixer. Willi mixt Whisky in dichten Fichten. Fichtendickicht. In dichten Ficken. Fichtendickicht. Mixt Wick. Mix. Was? Was? Fichtendickicht. Mixt Whisky Mixer Willi Whisky. Gott. Und Chris, ich sag Stream bis 0 Uhr. Ja, ja. Hahaha. Sehr gut, Kitsune. Hahaha. Ha, ha. Ich habe es so drauf gehofft. What the fuck? Ihr seid so gemein. Wenn hinter fliegen. Fliegen nach. Das kenne ich. Alcazar, das kenne ich. Das habe ich schon gehört. Warte mal, hier war doch eben eine Skulti, oder? Du hast dich sehr gut geschlagen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Bekommt er eine Strafe, wenn er es falsch hat? Nein. Oder? Wo ist denn die Skulti hier? Frische Fritze frisst frische Fische. Ey, das ist doch alles falsch. Fischer ist Fritze, fischt frische Fische, heißt das. Was schreibt ihr mir denn hier? So, 34, let's go. Link, was machst du da? Ich bin ein Flittchen. Dankeschön, Sir Coffin. Vielen Dank. Ich bin ein Flittchen. Yeah! Ja! Oh, da ist ein Loch! 5 Minuten für jedes falsch. Nein. Marienchen sagt zu Marienchen, lass mich mal riechen, Marienchen. Da ließ Marienchen Marienchen mal riechen. Das ging ja noch. Das ist Skulti. Nein, dazu, nein. So viel Zeit habe ich doch gar nicht. Okay, let's go. So, 20 Rubine. Jetzt haben wir 35 Skultis. Das ist auf jeden Fall nice. So, wo können wir noch was machen? Hier gibt es keine Skulti. Marienchen, nicht... Ach, Mariechen, nicht Marienchen. Ich heiße Marvin. Hi Marvin. Also ich bin jetzt Marvin, hä? Sehr Junge, ich bin ein Flittchen. Oh, da ist ein Loch. Kann ihn besser sprechen als schreiben. Egal wie der Stream... Was? Egal wie... Egal wir, der Stream stimmen ab. Wer ist für Stream bis 0 Uhr? Rhabarber, 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 Rhabarber. Wie weit sind wir mit der Zeit? Wir sind bei 25. Wir sind bei 25. So. Wir haben noch 2 Skuldis gefunden. Das ist schon mal cool. Was? Quercio-Pü? Quercio-Pü 2025. Fake Alcazar plus 25 Minuten. Ich wäre für Natsus Vorschlag. Wieder eine eindeutige Übereinstimmung 2 gegen 1. Ihr könnt euch nicht immer gegen mich stellen. Das ist nicht gut. Gegen zu langen Stream. Siehste, Fake Agazar versteht das. Erste Reihe der Tastatur. Wie die erste Reihe der Tastatur. Ich hab nur 1-2 hier stehen. Also 12 Minuten noch, ja? Ich zähle der junge Streamer heute bis 12 Uhr. Mittags wahrscheinlich, ja? Im Scatman, Scaby, Dippy, Deep. Yoda, Dub, Yoda, Dab, Dab. Ein Tag durch Stream. Irgendwann machen wir das mal, Leute. Irgendwann machen wir mal einen ganzen Tag. Aber dann brauche ich 2-3 Kannen Kaffee. Mindestens. So, wir gehen jetzt zu den Soras. Und über die Soras gehen wir in Soras Domain. Dann befreien wir König Sora. Ich weiß halt nicht genau, wie es da aussieht. Ich zähle der junge Streamer bis 0 Uhr. Aber ich sag nicht wann. Irgendwann streame ich mal bis 0 Uhr. Zwei gegen zwei. Natsu, es tut mir leid. Habe alles getan, was in meiner Macht stand. Jetzt ist hier Achterbahn. Was? Wubble the double the double, ein Pickle Rick. Er hat gesagt, alle sind Zeugen. Ich zähle der junge Streamer bis 0 Uhr 1. Irgendwann streamen wir mal bis 0 Uhr 1. Versprochen, Gogando.
So. Au. Ich zähle die junge Streamer heute bis 0 Uhr. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Irgendwann machen wir das mal. Bringt alles nichts. Er liest ja nur vor und sagt nicht selbst Volks. Richtig. Der Fake Alcazar hat's kapiert. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Woo. Ba, da, da, da. Oh nein. Also das Stressigste ist eigentlich, dass ich gerade so auf den Chat geier, weil ich immer die Nachrichten vorlesen möchte. Weil da kann man sich irgendwie schlecht aufs Spiel gerade konzentrieren. So, jetzt sind wir mal da. Und wir spielen mal unseren Song und gucken mal, was bei Zelda so abgeht. Hat er nicht, er liest nur vor, was Trolle hier so reinschreiben. Der Alcazar. Alcazar muss ich noch in Klammern Bodyguard reinschreiben. Ach du, was ist denn? Sie verarschen? Was zur Hölle? Was ist denn hier passiert? Du Kacke! Ui! Ich, Chris, mache alles, was der Chat schreibt. Nö. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide? No escape from reality? Open your eyes. Look up to the skies and see him just a poor boy. I need sympathy because... What the fuck? Das habe ich noch nie... Habe ich so nicht in Erinnerung. Ja, kann ich verstehen. Uf, Ice Party. Er hat's gesagt. Lugano, nice. Okay, ich komme hier gar nicht weiter. Also hier ist auf jeden Fall tote Hose. Was ist das? Ach du Kacke. Spende einen bestimmten Betrag, um ein Alert zu aktivieren. Mehr Informationen findest du in der Videobeschreibung. Hey, er hat ein Ui überlesen. Plus 5 Minuten. Ich hab Ui gesagt. Blaues Feuer. Meinst du, es geht? Egal, ob bis 0 Uhr oder bis 22 oder bis 20.25 Uhr, sind doch froh, dass er die Plus 9 Minuten eingeführt hat. Auch im Rad. Blaues Feuer. 4 Fehler heißt plus 20 Minuten Stream. Oh, auch das Streamboard wird vorgelesen. Na klar. Hä? Was ist denn hier nur los, ey? Okay, ich glaube, da muss ich springen. Plus 5 Minuten meinte ich, Entschuldigung. Ich weiß doch. So, also ganz ehrlich, warum? Was ist denn mit den Leuten los, die das programmiert haben? Wie kommt man denn da drauf, das hier alles so zu machen? Ich, Chris, verspreche feierlich, ich bin ein Tunichtgut. Wer ist Chris? Hier könnte ich zwar jetzt aufflamen, aber ich glaube, ich würde es dann doch lieber für den Sora-König verwenden, oder? Ich glaube schon. Du, Chris. Wer, Chris? Was, Chris? Was ist das? Da ist auch blaues Feuer. Du Scheiße. Vielleicht ist Natsus Name in Real Life Chris. Ah! Jetzt verstehe ich das. So, wir tauchen ihn mal auf. Ich bin einfach mal der großen Hoffnung. Was ist denn hier eigentlich drin? Wow. Der Hack erinnert mich in gewisser Weise an diese Parallelworlds. Nur da hattest du mehr Game Over. Ich rieche Magie in der Luft. Oder ein Grillhähnchen. Hallo. Oh, I come back to life to save me. Komm. Anonymous. Und die Sora-Tunik. Ey, weiß. Sieht da mega schick aus. Vielen Dank an Anonymous. Warte mal, da steht noch was.
Drehen bitte! Drehen bitte, stand da. Okay. Wird gedreht, Leute. War jetzt ja mega cool. Keine Magie. Okay. Ich muss nicht mal alles vorlesen. Das ist, ist doch nicht schlecht, oder? Ui. Hat auch was, oder? Mega die Zauber-Tunika, ja. Die sieht echt gut aus, ja. Cool, weiß. Vor allem hier können wir uns doch unendlich blaues Feuer jetzt holen. Stylisch. Weiß sieht nicht schlecht aus, ja. Ich heiße im Real Life auch Natsu. Das Draknel habe ich hinzugefügt wegen Fairy Tail. So, pass auf. Machen wir jetzt hier. Hoffentlich kommen da keine Flecken drauf. Das sind schon alles Flecken. So, warte. Dr. Link. Dr. Link. Dr. Mario. Weiß ist das neue Blau. So. Was? Warum? Warum hab ich... Hä? Hä? Sorry, aber... Hä? Lauter weiße Flecken? Ich will nicht wissen, was da drauf ist. Was denkst du denn nun wieder, Kitsune? Das ist Schnee. Ist das echt ein Ferkel? Ist das echt ein Ferkel? Das ist echt ein Fake-Herzteil. Hat den Vorteil, dass Algazar auch ein Name ist und nicht nur eine Bezeichnung. Kitsune weiß sicher auch, was Algazar heißt. Ich denke an Mehl. Ah ja. Okay, hier gibt's Fische. Fische. Keine Ahnung, aber es sah erstmal so aus. Na, das probieren wir jetzt gleich nochmal, oder? Das war auf jeden Fall schon wieder ganz komisch hier. So, zack. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Oh, jetzt haben wir noch einen Herzcontainer bekommen. Richtig, Burg oder Festung im Spanischen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Und gucken mal, was da hinten uns noch so erwartet. Wie sieht das wohl jetzt hier aus, nachdem es eisig geworden ist? Auf jeden Fall auch anders. Wesentlich anders. Im Europapark gibt es ein Hotel Alcazar. Aber der Name kommt aus einem alten Film. Alcazar. Ist das nicht Magier eigentlich auch, oder? Alcazar hat ein eigenes Hotel? Mann, was ist denn hier nur los? Da ist ein Herzteil. Gefällt mir nicht hier. Wie komme ich denn darüber? So nicht. Oh, ich dachte gerade schon, ich bin gefangen. Das ist eine Menge Eis, ja, auf jeden Fall. Vor allem weiß ich gerade gar nichts, gar nicht mit mir anzufangen, was ich hier machen soll. Wir gehen erstmal unter Wasser, würde ich sagen, und gucken, ob es da irgendwas Schönes noch gibt. Nee. Hier gibt es erstmal so an sich nichts mehr. Im Band des Kalifen von 1969 mit Sir Christopher Lee als Kalif Alcazar. Ah, okay.
Mann. Also hier ist schon mal gar nichts. Ja, ist halt ein sehr alter Film auf jeden Fall. So. Okay. Wie kommen wir denn jetzt in die Eishöhle? Oder gibt es die Eishöhle überhaupt noch? Wie kommen wir denn überhaupt da oben drauf? Es sind hier schon wieder so viele Fragen. Bei so viel Eis muss man aufpassen, dass nicht ein Schiff mit dem Namen Titanic im Zorro-Reich auftaucht.